Guten Tag. Der Brexit läuft. Am Montag soll es die zweite Runde der Verhandlungen geben. Richtig voran kommt man jedoch nicht. Die Positionen sind weiterhin verhärtet und die grundsätzlichen Diskussionen sind auch noch nicht beendet. Von daher ist der Prozess weiterhin sehr, sehr schwierig. Gleichzeitig ist die politische Situation in Großbritannien selbst auch schwierig geworden. Theresa May, die Premierministerin, hat nach den vorgezogenen Neuwahlen eigentlich keine belastbare Mehrheit mehr im Parlament. Das heißt natürlich, dass schwierige Entscheidungen kaum noch durch das Parlament geschleust werden können. Damit wird der politische Druck auf Premierministerin May weiter steigen und es ist aus meiner Sicht sehr wahrscheinlich, dass sie im Laufe des Jahres zurücktreten wird und Platz machen wird für einen neuen Premierminister, Premierministerin, der dann auch eine neue Strategie in den Brexit-Verhandlungen einführen kann. Die aktuelle Strategie, die auch einen harten Brexit akzeptiert oder sogar überhaupt keine Verhandlungslösung, ist aus meiner Sicht nicht durchhaltbar und auch nicht im Interesse der britischen Wirtschaft und Großbritanniens insgesamt. Aus dieser Sicht heraus sollte ein möglicher Nachfolger hier etwas geschmeidiger in die Verhandlungen gehen und auch mehr Zugeständnisse machen, denn nur ein tragbarer Kompromiss für beide Seiten wird letztendlich auch ein Ergebnis bringen, was Großbritannien selbst nicht zu sehr schadet. Insgesamt muss man jedoch betrachten, dass die Versprechungen, die man im Referendum gegeben hat, definitiv nicht haltbar sind. Von daher stellt sich wirklich die Frage, ob man nicht am Ende des Verhandlungsprozesses die Bevölkerung über den dann fertigen Vertrag nochmal abstimmen lassen sollte. Denn letztendlich ist ein Austritt aus der Europäischen Union für Großbritannien ein sehr einschneidender Schnitt und man sollte hier definitiv die Bevölkerung mitnehmen, weil diese müssen ja letztendlich auch die Konsequenzen ertragen. Alles zusammengenommen, es stehen sehr turbulente Zeiten in Großbritannien bevor, sowohl in den Verhandlungen selbst wie auch innenpolitisch, die natürlich sich weiterhin eher belastend auf die wirtschaftliche Entwicklung auswirken sollten.